gibt es Kommentare, wo dann Fans oder, ja, weiß ich nicht, ob es Fans sind, wenn dann kein Profilbild oder sonstiges drin ist. Wie man das bezeichnet, klar, das passiert Woche für Woche, das passiert ständig, dass dann vielleicht auch diejenigen dann sind, die dann nächste Woche nach dem Superspiel schreiben, hey, alles toll und du bist der Beste und bla bla bla. Aber mich beschäftigt das nicht. Mich hat das noch nie beschäftigt, zum Glück. Ich glaube, früher als jüngerer Spieler machst du dir vielleicht ein bisschen mehr Kopf, aber ich bin da immer zum Glück verschont geblieben. Also mich hat das nie richtig an meinen Kopf rangelassen. Ich bin da relativ wenig drauf oder schaue relativ wenig oder lese relativ wenig nach und ich weiß, was ich besser zu machen habe. Da brauche ich jetzt keine andere Meinung über Social Media von irgendjemandem. Und ich versuche da mit meinem Trainerteam und mit den Mitspielern darüber zu reden und das versuchen dann nächste Woche zu verbessern.